Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 51, Antrag der Fraktion der SPD betreffend Hessen wieder nach vorne bringen. Hessische Schulen können mehr. Drucksache 19/2418 zusammen mit Tagesordnungspunkt 55, Antrag der FDP. Und als Erstes hat das Wort Kollege Degen, SPD-Fraktion. Na? Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das neue Schuljahr, der Schulstart, beginnt mit einem Fehlstart. Das sieht nicht nur, sieht ja. Das sieht doch nicht nur die Opposition so. Schauen Sie doch einmal in den Bildungsmonitor 2015. Der ja zufällig und nun wirklich nicht von uns bestellt gerade zum Schuljahresbeginn erschien. Und schauen Sie einmal in die Studie der Bertelsmann Stiftung, die Hessen sogar die rote Laterne bei der inklusiven Beschulung eben zuteilt. Meine Damen und Herren, selbst die Bild-Zeitung hat noch kurz vor dem Schuljahresende getitelt, Hessen versinkt im Abi-Chaos. Sie, meine Damen und Herren, bekommen diese Baustelle G8, G9 nicht in den Griff. Schülerinnen und Schüler, die zu G9 wollten, wurden ins G8 gezwungen. Meine Damen und Herren, von Wahlfreiheit kann nach wie vor keine Rede sein. Die ist nach wie vor eingeschränkt. Und stellen Sie sich einfach vor, es wohnt ein Schüler neben einem G8-Gymnasium, will auf ein G9-Gymnasium, was weiter weg ist. Die Fahrtkosten bekommt sie, bekommt er nicht bezahlt. Das, meine Damen und Herren, ist alles andere als gerecht. Aber unterm Strich ist das ein altes Problem und gar nicht mehr der Kern des Unfriedens, mit dem wir in diesem Schuljahr zu kämpfen haben, meine Damen und Herren. Denn der Kern, das sind die Stellenkürzungen an den Oberstufen und beruflichen Gymnasien. 160 Stellen fallen dort weg, und das nur in diesem Schuljahr, meine Damen und Herren. Wir wissen schon, können schon sehr genau sehen, was in einem und in zwei Jahren passieren wird, weil da werden diese Kürzungen weitergehen, meine Damen und Herren. Ein Sparkurs beim Abitur ist der Fall. Leistungskurse wie Deutsch und Mathematik werden größer. Kleinere Kurse wie Physik oder andere MINT-Bereiche können gar nicht mehr angeboten werden. Und wenn Sie dann mit Ihren Durchschnittszahlen kommen, der Landesschnitt sagt überhaupt nichts aus über einzelne Schulen, meine Damen und Herren. Das sind gerade Ihre Kürzungen. Ja, Herr Irmer, wenn Sie nichts anderes mehr wissen, dann fangen Sie mit 99 an. Das ist aber ein bisschen arm. Das ist eine Weile her. Schauen Sie mal, auch da kommen wir heute noch dazu. Meine Damen und Herren, um das mal Kolleginnen und Kollegen, in der Schule kann man auch noch etwas lernen, wenn man zuhört. Und ich bitte Sie doch bitte, dem Redner zuzuhören. Danke sehr. An großen Oberstufengymnasien fallen bis zu 4 Stellen weg. Und jetzt erklären Sie mir einmal, wie man mit 4 Stellen, die wegfallen, mal einen Schüler pro Kurs kompensiert. Da fallen ganze Kurse weg, meine Damen und Herren. Das Angebot wird eingeschränkt. Und schließlich sparen Sie damit beim Abitur. Und wenn Sie das ja wenigstens noch ehrlich machen würden. Aber indem die Berechnungsgrundlage für die Lehrerzuweisung einfach geändert wird und Sie das, was früher als 100 % galt, ja, jetzt verkaufen mit einer Kürzung als wieder 100 %, das ist nicht fair, meine Damen und Herren. Da arbeiten Sie mit Tricks. Und der Schule würde das bedeuten, durchgefallen wegen Täuschungsversuch. Es ist ja nicht so, dass es nur
die Oberstufen und die beruflichen Gymnasien treffen würde. Es trifft genauso die Grundschulen. Dort sind es 147 Stellen, die wegfallen. Sie kürzen Förderstunden weg. Gerade an den Grundschulen, wo die Inklusion immerhin beginnt, sich zu verfestigen und zu etablieren, genau da werden die Lehrkräfte, die ohnehin am meisten schon Überlastungsanzeigen schicken, die sagen, sie sind am Ende ihrer Belastungsfähigkeit da, verkürzen sie weiter da, wo die Grundlagen gelegt werden. Und schließlich der dritte Bereich, wo gekürzt wird, sind die Intensivklassen. Da hatten wir einmal eine Stundenzuweisung von 28 Wochenstunden. Sie wurde reduziert auf 25, und jetzt sind wir bei 22 Stunden pro Klasse. Und ich weiß, dann wird wieder erzählt, das hat sich für mich ja erst einmal auch ganz sinnvoll angehört, dass die Schülerinnen und Schüler vor allem in den sprachintensiven Fächern dann in den Intensivklassen sind und da, wo Musik oder Sport oder Kunst ist, wo man die Sprache nicht so eine große Rolle spielt, in der Regelklasse sind. Dann habe ich, meine Damen und Herren, aber mal mit den Praktikern gesprochen. Denn vor Ort funktioniert das keineswegs so, dass nämlich alle Klassen gleichzeitig in der gleichen Stunde ihr Kunst, ihr Musik, ihren Sport haben, sondern am Ende wird es so sein, dass eben die Schüler möglicherweise im Physikunterricht, im Mathematikunterricht in der Regelklasse sitzen müssen, wo sie nichts mitbekommen und dann eben nur 22 Stunden in den Intensivklassen sind, meine Damen. Und sie kürzen bei den Schwächsten, sie kürzen da, wo es ganz wichtig ist, denn gerade Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Zuwanderung, auch der Zuwachs an den Schulen durch die Flüchtlingskinder, erst einmal kein Problem ist. Das ist eine Herausforderung. Und die Herausforderung können wir meistern, wenn wir entsprechend die Stunden in die Klassen geben und Bedingungen an den Schulen schaffen, um das zu meistern. Und dann, meine Damen und Herren, kann diese Herausforderung auch zu einer Chance werden. Denn gerade wenn man sich mit dem demografischen Wandel beschäftigt, bekommt man immer wieder die Aussage, auch der ist kein Problem, sondern wir müssen gerade durch Zuwanderung, durch Qualifizierung hier neue Chancen schaffen, um entsprechend viele gute, ausgebildete Menschen aus den Schulen zu bringen. Ich sage Ihnen jetzt schon, wir werden noch in naher Zukunft wirklich darüber reden müssen, ob es nicht sinnvoll ist, die Schulpflicht zu erhöhen auf mindestens 25 Jahre, vielleicht gar 27 Jahre, um eben den Schülerinnen und Schülern, die herkommen und noch nicht die 9 Jahre Schulpflicht hinter sich haben, denen die Möglichkeit zu geben, wirklich hier einen guten Bildungsabschluss zu machen und entsprechend, auch wenn sie älter sind, noch die Schule zu besuchen, meine Damen und Herren. Das halten wir für dringend notwendig. Und gerade diese aktuelle Entwicklung rund um Flüchtlinge ist meiner Meinung nach das beste Beispiel dafür, dass alleine der Anspruch, keine Lehrerstelle zu kürzen, ungenügend ist. Meine Damen und Herren, wir brauchen mehr Lehrerstellen, und dafür ist nun wirklich der Zeitpunkt gekommen. Und das sieht ja nicht nur die SPD so, selbst die grüne Schuldezernent in Frankfurt wird damit zitiert, man brauche eben mehr Lehrer für diese Klassen. Und auch das halte ich für angemessen, vor dieser Thematik der Herausforderungen, die wir haben, darüber zu reden, meine Damen und Herren, ob es nicht notwendig ist, das Kooperationsverbot, das besteht für die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, das nicht endlich wieder infrage zu stellen aus dem Grundgesetz gemeinsam. Das können wir mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung erreichen, um hier auch wirklich dem Bund die Möglichkeit zu geben, uns zu unterstützen, meine Damen und Herren. Auch wesentlich zur besseren Integration auch von Flüchtlingskindern sind auch Ganztagsschulen, nicht nur, aber auch die können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. Auch da ist Hessen nach wie vor ziemlich weit hinten, auch wenn es jetzt nicht mehr 5, sondern 6 oder gar 7 Grundschulen sind in Hessen, die im Profil 3 arbeiten. Wir haben nach wie vor über 1.100 Grundschulen, fast 1.170. Und das nach wie vor ist eine Zahl, die einfach nur lächerlich ist. Wir müssen mehr echte Ganztagsschulen, vor allem im Grundschulbereich, schaffen. Und hier wird uns auch der Pakt für den Nachmittag nicht weiterbringen, meine Damen und Herren. Zur inklusiven Beschulung habe ich schon etwas gesagt. Nach über 30 Jahren Erfahrung in Hessen mit gemeinsamem Unterricht stehen wir nach wie vor da, dass
Das heißt, das sei eine schrittweise und langfristige Umsetzung, ein gesamtgesellschaftliches, komplexes Vorhaben, meine Damen und Herren, nach über 30 Jahren. Da war Hessen mal Vorreiter, was den gemeinsamen Unterricht anging. Haben wir die rote Laterne, sind wir ganz hinten beim Ausbau inklusiver Bildung in Deutschland. Hier muss ich dringend was tun. Wir brauchen einen Masterplan mit klaren Schritten, wie es vorangehen soll, nicht nur mal hier und da ein paar Stunden mehr, meine Damen und Herren. Die 51 Schülerinnen und Schüler wurden auch im vergangenen Jahr wieder in die Förderschulen gezwungen. Von Wahlfreiheit kann nach wie vor keine Rede sein. Eine echte Wahlfreiheit braucht angemessene Ressourcen, eine angemessene Ausstattung. Das bedeutet mal mindestens, dass der Ressourcenvorbehalt aus dem Schulgesetz gestrichen wird, meine Damen und Herren. Dieses Schuljahr ist ein Schuljahr, in dem erstmalig in Hessen das Land seit Langem sich nicht mehr an der Schulsozialarbeit beteiligt. Sie haben die Verträge zum 31.07. gekündigt. Und ich weiß, auch wenn immer mal wieder Ihnen vorgegaukelt wird, die unter die USF sei eine Ersatzmaßnahme, das ist sie nicht. Das sind andere Tätigkeiten. Das Land Hessen hat sich aus der Schulsozialarbeit zurückgezogen, meine Damen und Herren. Schließlich noch. Kollege Degen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, und ich darf außerdem darauf hinweisen, dass die Redezeit zu Ende ist. Also in Anbetracht der Redezeit würde ich die Frage gerne nicht annehmen. Jetzt, wir haben ja nachher die Möglichkeit, noch einmal miteinander zu reden. Ich würde gerne noch zum letzten Punkt kommen, die Überlastungsanzeigen über 122. Meine Damen und Herren, die Lehrkräfte sind am Ende ihrer Belastung, und hier muss ich dringend was tun. Nullrunden tragen im Übrigen nicht dazu bei, dass die Motivation gesteigert wird. Hier ist dringend Handlungsbedarf. Und ich freue mich darauf, diese Debatte nachher noch weiter fortzusetzen. Danke sehr. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort Kollege Greilich, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich muss schon sagen, nach dieser Rede des Kollegen Degen und den Reaktionen aus insbesondere der CDU-Fraktion muss ich mich etwas wundern. Offensichtlich meinen Sie, mit viel Getöse und viel Zwischenrufen könne man die Tatsache hinwegdiskutieren. Dass Sie dieses Schuljahr gestartet haben mit der Eröffnung des Steinbruchs gymnasiale Bildung und Grundschulen. Was wir hier erlebt haben vor kurzer Frist, ist der schlechteste Schuljahresbeginn seit 6 Jahren. Ja, Herr Kollege Bauer, erinnern Sie sich noch daran, als Sie noch schulpolitischer Sprecher waren oder im Bereich der Schulpolitik zugange waren? Sie kennen sich ja durchaus aus. Dann erinnern Sie sich auch daran, in den letzten 5 Jahren, Jahr für Jahr, gab es mehr Lehrer in unseren Schulen, eine bessere Lehrerversorgung. Und was haben wir dieses Jahr? Wir haben den Start, lieber Kollege Boddenberg, wir haben den Start in das neue Schuljahr erstmals seit mehreren Jahren mit deutlichen Stellenkürzungen zulasten insbesondere der gymnasialen Bildung sowie der Grundschulen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Kollege Boddenberg, gerade der viel gerühmte Ganztagsbetrieb ist eine Mogelpackung, Sie nehmen, Werte Kolleginnen und Kollegen, es hat doch keinen Sinn, zu versuchen, hier irgendetwas schönzureden, was eben dummerweise so ist. Sie haben tatsächlich 150 Grundschullehrer aus dem Unterricht abgezogen. Und diese 150 Grundschullehrer verschieben Sie in die Ganztagsbetreuung. Das ist eine Mogelpackung, nicht mehr und nicht weniger. Und wenn ich sehe, dass Sie den Gymnasien 160 Lehrerstellen genommen haben, alleine im Bereich der Oberstufen, 160 Gymnasiallehrerstellen in den Oberstufen, dann kann ich nur sagen, insbesondere die Gymnasien haben Schlimmes zu erwarten von dieser Regierung. Und das Beispiel Frankfurt zeigt ja im Übrigen, wie das in der Vergangenheit schon funktioniert hat. Die GRÜNEN sind dabei, durch die Hintertür, weil es direkt nicht funktioniert, ihre Angriffe auf das Gymnasium zum Erfolg zu führen. Und die CDU hält den Steigbügel dafür. Das ist doch das Grundproblem. Nehmen wir das Beispiel Frankfurt. Dort haben Sie
seit Jahren die Gymnasial- und die Schulpolitik zu verantworten. Was ist dort passiert? 500 Schüler, die meisten davon mit Gymnasialempfehlung, konnten nicht an den Gymnasien aufgenommen werden, die sie angesteuert haben. 500 wurden abgewiesen. Die CDU lässt dort Frau Sorge gewähren, seit Jahren nichts getan. Die gymnasiale Bildung in Frankfurt ist in der Tat zum Steinbruch geworden, an dem die GRÜNEN sich austoben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Wagner, das ist zum Schaden der Stadt, das ist zum Schaden der Schulen, das ist zum Schaden der Eltern und nicht zuletzt zum Schaden der Schüler. Das ist das Schlimmste. Sie versündigen sich an der nächsten Generation. Und Frau Kollegin Wiesmann, da hilft es auch nichts, wenn die Frankfurter CDU unter ihrer, wie ich vermute, tatkräftigen Initiative entsprechende Papiere verfasst, in denen die Forderungen der FDP weitgehend aufgegriffen werden. Frau Wiesmann, Sie müssen hier in Wiesbaden Farbe bekennen. Sie müssen sich in Ihrer Fraktion durchsetzen. Und stehen Sie zu Ihrer besseren Einsicht gegen die Mehrheit, die willfährige Mehrheit Ihrer Fraktion. Meine Damen und Herren, zurück hier zur Landespolitik. Was wurde gesagt? Der Kultusminister hat verkündet, keiner bekommt weniger Unterricht. Herr Kollege Schwarz war es, der hier einmal gesagt hat, na ja, wenn einmal ein Schüler mehr im Kurs ist, das ist doch kein Problem. Aber das ist nicht die Realität. Sie haben es selbst gehört. Sie waren in der gleichen Schule wie ich, in der gleichen Diskussion. Was passiert, ist nicht, dass da linear, durchschnittlich, statistisch irgendwas verändert wird, sondern was passiert, ist, dass Kurse wegfallen, dass ganze Kurse nicht mehr angeboten werden können, dass die Kursangebote insgesamt reduziert werden, dass kleinere Kurse entfallen, dass Pflichtkurse überquellen und dass gerade in den MINT-Fächern, bei denen wir uns einig waren, dass dort besonders viel geschehen muss. Nein, meine Damen und Herren, das ist nicht einfach nur mit ein bisschen Statistik getan. Sie nehmen Lehrer weg, Sie nehmen Schülern damit ihre Bildungschancen weg. Und Herr Kultusminister, ich kann Sie nur dringend bitten, nehmen Sie die Proteste von Schülerinnen und Schülern, von Lehrerinnen und Lehrern und von Eltern ernst. Ich nehme das Beispiel der Herderschule Kassel. Ich habe es eben schon einmal gestreift. Dort waren wir am vergangenen Dienstag. Der Kollege Schwarz war auch da. Ich habe mir sagen lassen, Sie waren auch schon in dieser Schule. Ein reines Oberstufengymnasium. Insofern ein Musterbeispiel für das, was Sie hier anrichten. An dieser Schule gab es zu Zeiten, als eine gute Lehrerversorgung in Hessen an der Tagesordnung war, 43 Stellen. Und lieber Holger Bellino, da können wir ja mal zusammen ein bisschen rechnen. Wenn man von 43 Lehrerstellen zweieinhalb Stellen wegnimmt, was heißt das dann eigentlich? Zweieinhalb Stellen von 43. Das bedeutet 6% weniger. 6% weniger Lehrerversorgung an der Herderschule in Kassel. Und dass diese Kürzung ist eben ein Zeichen dafür, Sie haben nicht nur Ihr Versprechen gebrochen, es bei der 104-prozentigen Lehrerversorgung im Durchschnitt zu belassen, sondern Sie geben z.B. diesen reinen Oberstufengymnasium nach der Umsetzung Ihres Planes weniger als 100%. Vertuschung und Schönreden hilft da überhaupt nicht. Dass Sie das Ganze nicht so gerne hören und gerne ein bisschen zur Seite schieben möchten, das wundert mich ja nicht. Auf der anderen Seite müssen natürlich die Fakten auf den Tisch. Deswegen haben wir schon vor den Sommerferien, vor mittlerweile 9 Wochen oder wann, flächendeckend kleine Anfragen eingebracht, in denen wir flächendeckend mal wissen wollen, wie sieht es denn an den einzelnen Schulen aus? Wie viel nehmen Sie denn jeder einzelnen Schule an jedem einzelnen Ort weg, damit die Bürger auch wissen, was da los ist? Es ist wie üblich gewesen. Zum Ende der Frist von 6 Wochen kam die Mitteilung, wir müssen leider noch recherchieren. Ungeschrieben stand dabei, zum Schuljahresbeginn wollen wir nicht mit schlechten Nachrichten nach draußen. Kann ich ja ein Stück weit verstehen. Nur, meine Damen und Herren, das ist keine ordentliche Politik. Das macht es nicht besser. Und ich kann Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Koalition, nur sagen, nehmen Sie sich ein Herz, korrigieren Sie Ihren Fehler und zwingen Sie nicht den Minister, nachdem er einen missglückten Bildungsgipfel durchführen musste, jetzt auch noch weiter wieder besseres Wissen Politik gegen die Gymnasien zu machen. Erlauben Sie ihm, die Ankündigung einer weiteren Reduzierung des Oberstufenfaktors sofort zurückzunehmen und den Gymnasien die zweckentfremdeten Stellen wieder zurückzugeben.
Meine Damen und Herren, wir haben ja zum Glück noch eine zweite große Runde. Wir hätten das auch in einem Tagesordnungspunkt zusammenfassen können, aber wir kommen dann noch zu dem zweiten Thema. Woran das liegt, ist mir völlig egal. Macht ja auch nichts, dann machen wir es halt in zwei Tagesordnungspunkten. Ich werde Ihnen dann nachher noch ein bisschen was, insbesondere zu Ihrer verfehlten Politik hinsichtlich der Unterrichtung von Flüchtlingen, zu sagen haben. Ich will hier das nur kurz andeuten. Wir haben uns gestern ausgiebig mit der Flüchtlingsthematik beschäftigt. Ich habe dort durchaus gehört, dass offensichtlich auch in der Koalition die Erkenntnis wächst, dass mehr getan werden muss, dass insbesondere auch im Bildungsbereich getan werden muss. Vor der jüngsten Entwicklung habe ich noch sehr gut im Ohr, wie der Kultusminister erklärte, wenn es ein paar mehr Flüchtlinge gibt, dann werden wir weiter umverteilen müssen, dann werden wir nicht mehr Stellen ins System geben können, dass das nicht funktioniert. Der Kollege Bauer hat vorhin dazwischen gerufen, als er Degen gesprochen hat und mehr Lehrer für diesen Bereich gefordert hat. Mehr ist immer gut, mehr ist immer gut, aber wo soll es denn herkommen? Das kann ich Ihnen relativ einfach beantworten, Herr Kollege Bauer. Das Land bekommt vom Bund schon vor der jüngsten Entwicklung, mal sehen, was jetzt dabei herauskommt, 300 Millionen € zusätzlich zur Bewältigung der Flüchtlingsproblematik. Das kann doch nicht sein, dass das alles nur in Unterkünften und sonst wo versickert, sondern da müssen wir die Kernaufgabe auch lösen. Dann müssen wir auch dafür sorgen, dass es entsprechende Anteile für die Ausbildung gibt. Und deswegen, Herr Kollege Wagner, fordern wir das Mindeste. Kollege Wagner, Kollege Greilich, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schork? Und nur noch verbleibenden 30 Sekunden kann ich nur sagen, es tut mir ja leid, wenn es Sie aufregt. Aber Tatsache ist, bei allen schönen Worten, die wir gestern gehört haben, ohne mehr Geld wird es auch im Flüchtlingsbereich nicht gehen. Und deswegen in aller Ruhe und Sachlichkeit, und damit bin ich am Ende dieses Redebeitrages, 10% der Gelder, die dort kommen, müssen für Bildung eingesetzt werden. Und daran wird nichts vorbeiführen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes hat das Wort Kollege Schork für eine Kurzintervention. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Kollege Greilich, Sie haben eben in Ihren Ausführungen gesagt, dass wir vom Bund 300 Millionen € bekommen und dass wir diese Mittel nach Ihrer Auffassung für die zusätzlichen Stellen und zusätzliche Maßnahmen an den Schulen einsetzen können. Mich würde interessieren, wie Sie auf die 300 Millionen € kommen und auf welches Programm des Bundes Sie sich beziehen. Zurzeit sind 3 Milliarden € in der Diskussion, dass das ein möglicher Betrag ist, der vom Bund zur Verfügung gestellt wird. Es gibt allerdings bisher nach meinem Kenntnisstand keinerlei Zusagen des Bundes über die 2x500 Millionen € hinaus. Diese knapp 38 oder etwa 38 Millionen € sind an die Kommunen weitergeleitet und im Landeshaushalt verfügbar. Geben Sie bitte eine Antwort darauf, wo Sie die 300 Millionen € herhaben und aus welchem Bundesprogramm diese 300 Millionen € zugesagt und verfügbar sind. Vielen Dank. Kollege Greilich zur Erwiderung. Herr Kollege Schork, ich dachte, wir reden hier grundsätzlich über die Frage, wie es weitergehen muss. Ich rede nicht nur über die Vergangenheit, sondern ich rede auch über die Zukunft. Unser Ministerpräsident ist heute nicht da. Er ist aus gutem Grund in den Verhandlungen, um mehr Geld herauszuziehen. Die Zahlen, die bislang bekannt sind, sind, dass im kommenden Jahr ca. 300 Millionen € nach Hessen fließen sollen. Das sind jedenfalls die Dinge, die so in der Öffentlichkeit gesagt worden sind. Und das war bevor der letzte Ansturm kam. Das heißt,
Ich gehe einmal davon aus, dass der Ministerpräsident hoffentlich erfolgreich sein wird und mehr herausholen wird. Und unser Antrag sagt schlicht und ergreifend und ganz einfach, ich darf das zitieren, von allen bisher und künftig zugesagten zusätzlichen Finanzzuweisungen des Bundes muss ein angemessener Teil von mindestens 10% in die verbesserte Deutschförderung und Ausbildung von Flüchtlingen fließen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sagen Sie mir, was daran falsch sein soll. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Cárdenas, DIE LINKE. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich ein paar Bemerkungen vorausschicken. Auch im Zentrum dieser Plenarwoche steht der Umgang mit den Flüchtlingen, den Männern und Frauen, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die zu uns kamen und weiterkommen werden, die bei uns leben und mit uns zusammen ihr künftiges Leben führen wollen, sei es, weil es dort, wo sie herkommen, weil sie dort den Tod fürchten müssen, sei es, weil sie unter den dortigen Bedingungen ihr Leben nicht weiterführen konnten und wollten. Der gestrigen Regierungserklärung waren ein gutes Dutzend von Anträgen und Beschlussempfehlungen zugeordnet. Eine so komplexe Debatte habe ich in den letzten 8 Jahren nicht erlebt. Am Ende der Debatte wussten wir, dass damit das Thema gerade erst einmal aufgemacht worden war und dass wir noch eine Reihe von Plenardebatten führen werden, in denen diese Problematik im Mittelpunkt steht. Und heute Morgen haben wir im Fokus die Bildungspolitik. Schule hat begonnen. Und sowohl die regierende Koalition als auch die SPD haben ihre Setzpunkte diesem Bereich gewidmet. Zugrunde liegen Anträge, die gewissermaßen einen Parforce-Ritt durch die hessische Bildungspolitik wagen, nur dass sie in die gegensätzliche Richtung reiten. Die COA feiert ihre Erfolge, und die SPD zeigt auf, wo diese überall strauchelt. Und im Antrag der SPD geht es wiederum schwerpunktmäßig, nämlich in 7 von 11 Punkten, um die Kinder und Jugendlichen, die zu uns geflüchtet sind, und um die Frage, wie wir ihnen tatsächlich so viele Hürden wie möglich wegräumen können und ihnen Bedingungen des Lernens verschaffen können, die sie brauchen, um ihr Recht auf Bildung zu realisieren. Denn Hürden gibt es immer noch viel zu viele, und die müssen weg, meine Damen und Herren. Deshalb werde ich mich heute in dieser ersten Debatte schwerpunktmäßig auf dieses Thema konzentrieren und wie die SPD die unterschiedlichen Baustellen der hessischen Bildungspolitik daraufhin untersuchen, ob sie für geflüchtete Kinder und Jugendliche förderlich oder immer noch eher hinderlich angelegt sind. Was sind das für Kinder und Jugendliche, die in unsere Schulen kommen und sich in den Lernbetrieb einbringen sollen? Sie haben sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Manche sind mit ihren Familien hergekommen, manche haben ihre Familien auf der Flucht verloren, manche haben sich aber schon ganz alleine aufgemacht, weil ihre Familien z. B. das Schleusergeld für mehr Familienmitglieder nicht aufbringen konnten oder sie ihre Familien bereits im Krieg verloren hatten. Alle haben schon Schlimmes erlebt, und viele haben auch Schlimmes getan, um überhaupt bis hierher zu kommen. Wenn sie aus dem Chaos der Flucht und den immer wieder auch lebensbedrohlichen Situationen entkommen konnten und hier angekommen sind, ist ein großer Teil von ihnen traumatisiert, denn ihnen wurden mehrfach und über längere Zeit körperliche und seelische Wunden zugefügt. Sie gehen damit unterschiedlich um. Manche können trauern und verarbeiten, manche verschließen sich total, manche reagieren mit Aggressivität. Nicht allen sieht man die Wunden an, und nicht alle wollen daran erinnert werden. Manche wollen sich verkriechen und müssen doch in die Schule. Manche wollen möglichst schnell in ein normales Leben zurückkehren, in die Schule gehen, lernen. Und wenn sie nicht da, genau da abgeholt werden, wo sie gerade stehen, und damit meine ich ihre jeweilige psychische Stabilität und Belastbarkeit, ihre Lernmotivation, ihr Selbstvertrauen, aber auch ihr Vertrauen darin, dass die jetzige Umwelt ihnen nicht schaden will, wenn man sie also nicht genau da abholt, wenn man sie überfordert, dann ziehen sie sich vielleicht zurück und verweigern sich, oder sie werden zunehmend aggressiv gegenüber ihren Klassenkameraden und ihrer Umwelt allgemein.
Dies sind also Herausforderungen, meine Damen und Herren, denen sich die hessischen Lehrerinnen, und da meine ich die Grundschullehrerinnen genauso wie die an weiterführenden Schulen und an Berufsschulen, gegenübersehen. Sie müssen sensibel und zugewandt auf diese Kinder und Jugendlichen eingehen und dies auf fachlich hochkompetente Weise. Denn abholen muss man die Kinder und Jugendlichen auch bei ihrer bisherigen, vielleicht lückenhaften Schulbildung, ihrer fremden Herkunftssprache, ihrer vielleicht sogar nicht lateinischen Schriftsprache. Fachlich hochkompetent, obwohl die Lehrerinnen doch erstens dafür gar nicht ausgebildet und zweitens mit so vielen anderen Herausforderungen konfrontiert sind, dass sie immer am Rande des Burnout stehen. Lehrerinnen und Lehrer, die solche Herausforderungen meistern müssen, brauchen nicht nur Worte der Anerkennung, sie brauchen Unterstützung, handfeste Unterstützung. Wir wissen, die vielen Überlastungsanzeigen sprechen eine deutliche Sprache. Die SPD fordert hier eine bessere personelle Ausstattung, unter anderem 900 zusätzliche Lehrkräfte für Intensivklassen und Intensivkurse und Vollzeitbeschulung in diesen Klassen und Kursen. Sie will das neue Programm InteA auch für Flüchtlinge von 18 bis 25 Jahren öffnen. Sie will eine massive Fortbildungsinitiative für DATS und den Umgang mit traumatisierten Kindern. Sie will multiprofessionelle Teams und mehr Schulsozialarbeit. Und sie will mehr echte Ganztagsschulen. Konkret die Umwandlung von jährlich 100 Grundschulen in Profil-3-Schulen. Denn auch diese Maßnahme, das haben wir jetzt auch schon gehört, hilft der Integration von Flüchtlingskindern, indem diese mehr Zeit, auch Freizeit, im deutschsprachigen Umfeld verbringen, also im Sprachbad, im deutschen Sprachbad verbringen, und indem sie bei Übungszeiten und Schulaufgaben institutionelle Unterstützung erfahren, anstatt ihre Hausaufgaben in der Flüchtlingsunterkunft ohne Unterstützung machen zu müssen. Wir halten all die von der SPD vorgeschlagenen Maßnahmen für sinnvoll, ja für notwendig, wenn wir angesichts der genannten Herausforderungen nicht weiter flickschustern wollen und werden daher diesem Antrag zustimmen. Ich möchte aber noch zwei Dinge anführen, die wir aus Sicht der Linksfraktion für den Bereich der schulischen Integration von Flüchtlingskindern ebenfalls für sehr wichtig halten. Zu einer Verbesserung der Willkommenskultur gehört im schulischen Bereich eine Abkehr von dem, was die Wissenschaft den monolingualen Habitus, also die Orientierung auf Einsprachigkeit als Zweck von Bildung an deutschen Schulen, nennt. Wenn wir davon wirklich wegkommen wollen, und das wäre aus meiner Sicht längst überfällig, dann hätte das zur Konsequenz, erstens bilinguale Kurse und Klassen auszuweiten, anstatt dies wie bisher vor allem privaten Anbietern zu überlassen, zweitens die Anerkennung und Förderung der Mehrsprachigkeit von bilingual aufwachsenden Kindern binationaler Paare sowie drittens die Würdigung und Förderung der Herkunftssprachen von Kindern mit Migrationshintergrund. Diese drei Bereiche müssten wir dringend noch ausarbeiten. Und, meine Damen und Herren, dies alles ohne die Bedeutung der deutschen Sprache als gemeinsame Umgangssprache, als erste Unterrichtssprache und als hiesige Kultursprache zu mindern. Dies sage ich vor allem in Richtung der CDU, die ja bisher jede Unterstützung von Mehrsprachigkeit als schnöden Verrat an der deutschen Sprache verstanden hat. Ein weiterer Punkt, in letzter Zeit nicht mehr so, Herr Schwarz, aber früher war das generell so. Ein weiterer Punkt ist die Öffnung der Schule hin zum Gemeinwesen. Wir wissen, dass die Unterstützung der Integration von Geflüchteten durch ehrenamtlich Tätige in Vereinen und in der Nachbarschaft von Unterkünften wichtig ist. Zum einen für die Flüchtlinge selbst, die in der ersten Zeit ja beengt untergebracht sind und Unterstützung brauchen, um ihre neue Umgebung zu entdecken. Zum anderen für die Nachbarschaft von Unterkünften und die Bürgerinnen und Bürger des Gemeinwesens, die vielleicht Vorbehalte haben. Kinder und ihre Lehrerinnen können helfen, Begegnungen und Kennenlernen zwischen einheimischen und zugezogenen Familien zu organisieren und dadurch Vorbehalte abzubauen. Wir sind überzeugt, auch ein Gemeinwesen muss die Möglichkeit erhalten, interkulturelle Sensibilität erst zu erlernen. All diese Maßnahmen kosten Geld. Geld, welches langfristig zur Verfügung gestellt werden muss. Aber dieses Geld ist gut angelegt. Denn Investitionen in Bildung sind nachhaltige Investitionen, die unsere Gesellschaft insgesamt voranbringen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Schwarz, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Yoga, Meditation, Entspannungsübungen und Kraftfinden für den Rest der Woche – das könnte der Arbeitstitel des Setzpunktes der SPD sein, ist aber der Arbeitstitel einer AG an einer Frankfurter Grundschule. Sie hätten gerne den Setzpunkt mit unserem gemeinsam beraten können, allerdings bei denen, Dingen, die Sie heute hier kundtun, ist es vielleicht doch ganz gut, wenn wir das in zwei Kapiteln abarbeiten. Denn so viel, sagen wir mal, unausgewogene Irritationen, die Sie hier in den Raum stellen, bedürfen dann schon einer konkreten Antwort. Über gute Bildung kann man viel sagen. An Ihrem Setzpunkt kann man sich dann abarbeiten, egal mit welchem Arbeitstitel. Der unaufgeregte Schulbeginn auch in diesem Jahr verdeutlicht wieder eindrucksvoll, dass die hessischen Schulen im Ländervergleich fantastisch aufgestellt sind. Entgegen aller Hochberufe der Opposition ist das Schuljahr 2015/2016 reibungslos und gut in die Startbahn gegangen. Ich bin mir auch sicher, es wird einen guten Verlauf nehmen, meine Damen und Herren. Bundesweit haben wir in Hessen eine vorbildliche Personalausstattung, und ungeachtet aller Krisen und gesellschaftlicher Herausforderungen bringen wir – zu Ihnen komme ich gleich, Kollege Gremmels – bringen wir einerseits die zentrale Aufgabe einer fantastischen Bildungspolitik mit einer hervorragenden Ausstattung für die Schulen mit der Maßgabe der Einhaltung der Schuldenbremse zusammen. Die Lehrer-Schüler-Relation ist so gut wie nie in Hessen. Herr Kollege Greilich, hören Sie das einmal, ein Verhältnis von 1:15. Das hat es so noch nicht gegeben. Und obwohl, hören Sie doch einmal zu, gewisse Erkenntnisse wären für Sie maßgeblich hilfreich. Obwohl in diesem Schuljahr 7.000 Schüler weniger an hessischen Schulen unterrichtet werden, bleibt die Personalausstattung bei 50.000 Lehrerstellen. Das bedeutet, das Lehrer-Schüler-Verhältnis hat sich noch einmal verbessert. Mehr Lehrer für weniger Schüler. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis, Herr Kollege Gremmels. So viel vorneweg. Zu einigen Zahlen werde ich bei unserem eigenen Setzpunkt gleich noch eingehen. Aber jetzt will ich doch einmal ein paar Dinge zu Ihrem Antrag sagen. Wenn Sie da formulieren, Herr Kollege Degen, gute Bildung ist der Schlüssel für erfolgreiche Integration und bessere Chancen im Berufsleben, da bin ich soweit bei Ihnen. Da wir aber genau wie kein anderes Bundesland diesem Grundsatz Rechnung tragen, sind die folgenden Punkte bei Ihnen kaum mehr nachvollziehbar. Baustellen in Hessen, ein Punkt bei Ihnen. Schauen wir doch einmal hin, überall dort, wo Sie Regierungsverantwortung tragen. Wie sieht da die Lebenswirklichkeit aus? Da die Staatsministerin, Kultusministerin Löhrmann, Nordrhein-Westfalen, stellt fest, ist die Verantwortung der Kollege Kraft. Verantwortung der Kollegin Kraft. Das gibt keinen Ärger. Da haben wir. Stellt fest, 3.500 Stellen fehlen da noch. 2.600 werden dort, und das finde ich richtig so, für Flüchtlinge zusätzlich eingesetzt. Das heißt aber im Klartext, unter Ihrer Ministerpräsidentin Kraft werden nicht die nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt, die Sie hier einfordern. Da kann die Kultusministerin relativ wenig machen, wenn die Ministerpräsidentin sagt, das ist höchst problematisch. So viel dazu. Forderung Punkt 2.
Forderung nach 900 zusätzlichen Stellen. Okay, dann sagen Sie, wo Sie das Geld hernehmen. Mal sehr konkret. Ja gut, da können Sie ja die entsprechenden Anträge stellen. Tatsache ist, wir lassen sämtliche Mittel im Bildungsetat drin. Der ist im Bereich von knapp 5 Milliarden Euro. Bei so vielen Schülerinnen, wie wir derzeit haben, 760.000, eine bemerkenswerte Leistung. Und wenn wir uns einmal anschauen, was wir zusätzlich wirklich an Kraftanstrengungen bieten, wenn wir eins noch einmal in Erinnerung rufen, vor 3 Jahren hatten wir für Flüchtlinge im Landesetat 43 Millionen Euro stehen. Heute werden wir beziehungsweise in Haushaltsberatungen für das kommende Jahr 630 Millionen € beraten. Das ist eine Hausnummer, und wir tragen dem Rechnung, dass wir 100 zusätzliche Intensivklassen zur Verfügung stellen. Das sind in Summe 399 Intensivklassen mit in Summe über 6.000 Plätzen in diesen Intensivklassen. Das heißt im Klartext, 1.600 Plätze mehr als vor Schuljahresbeginn. Zusätzliche Intensivkurse, da sind Plätze für über 10.000 Seiteneinsteiger drin. Das heißt im Klartext, im laufenden Schuljahr werden in diesem Bereich 1.280 Stellen zur Verfügung stehen. Das ist Ist-Zustand. Das sind ca. 20% mehr. Das ist ein enormer Zuwachs. Das kann man einmal feststellen. Und bei der Frage, wie viele Flüchtlinge und wie viele beschulungspflichtige Kinder dann zum Schluss da sein werden, ich will Ihnen eines sagen, Herr Merz, wenn in den letzten 3 Wochen alleine in Hessen 20.000 Flüchtlinge ankommen, allein in den letzten 3 Wochen, dann wissen Sie heute schon genau, wie viele von denen schulpflichtig sind. Da können Sie aber gut aus der Glaskugel lesen. Da habe ich auch allergrößte Zweifel. Also insofern bleiben Sie mal bitte etwas sachlich. Zu dem Bereich Pakt für den Nachmittag und das Ganztagsangebot werde ich gleich noch einmal intensiver bei unserem eigenen Setzpunkt sprechen. Insofern will ich da nur den Hinweis geben, wenn Sie jetzt auch zusätzlich pro Schuljahr, wie Sie es im Setzpunkt ja formulieren, 100 Profil 3 Schulen einfordern, dann ist das Ihrer Überzeugung zu verdanken. Das wissen wir, dass Sie das wollen. Das wissen wir, dass Sie das wollen. Sie wollen das verordnen. Unser Prinzip ist, wir wollen dort die Freiwilligkeit nach Bedarf entsprechend auf den Weg bringen. Und dabei bleibt es auch. Deswegen will ich noch einmal zu dem treiben, was der Kollege Greilich, aber auch Sie, Herr Degen, zum Thema Stellenumlenkung hier in den Raum gestellt haben. Natürlich darf man sich einmal statistischer Werte bedienen. Das muss man sogar. Ansonsten kann man nicht in irgendeiner Form planvoll Stellen verteilen. Und es ist und bleibt so, wir haben einen Klassenzuwachs in der Größenordnung von einem Schüler im Grundkurs und einem Schüler im Leistungskurs, nämlich von 18,9 auf 19,9 in den Grundkursen und in den Leistungskursen von 16,8 auf 17,8. Ich glaube, das ist ein vertretbarer Rahmen, und da kann man auch sehr ordentlichen Unterricht machen. Und ich bin an ganz vielen Schulen gewesen. Es gibt keine Schwierigkeiten bei der Bildung von den Grundkursen und den Leistungskursen, auch nicht in der Einführungsphase. Man muss den Schulleitungen auch die nötige Verantwortung dann geben, dass dann natürlich die Pflicht vor der Tür kommt und nicht möglicherweise jedes vielleicht wünschenswertes, auch erstrebenswertes Angebot im Bereich der AGs dann vorgehalten wird. Das darf man einmal feststellen. Deswegen noch einmal Strich drunter. Ich glaube, dass in diesem Bereich, der von Ihnen ja immer wieder gefordert wird, meine Damen und Herren, Ganztag, Deutsch für Flüchtlinge, Sozialindex natürlich eine Stellenumlenkung zu rechtfertigen ist. Alles andere, wenn Sie behaupten, das sei nicht so, dann können Sie sich da gleich im Setzpunkt, den wir dann haben, da noch einmal hinstellen und das in diesem Plenum erklären, ist für uns nur schwer nachvollziehbar.
Zu Ihren Fehlbotschaften der Inklusion und der inklusiven Bildung. Da haben Sie Bezug genommen auf eine Bertelsmann-Studie. Eins vorneweg. Derjenige, der diese Studie dann dargeboten hat, der Herr Prof. Klemm, ist sicherlich ein Stück weit auch politisch einzuordnen. Das ist hier auch ein Teil der Wahrheit. Nur, er vergisst natürlich etwas ganz Wesentliches in seiner Darstellung, nämlich die Erfolge von präventiver Arbeit. Wir haben im abgelaufenen Schuljahr 2014/2015 28.200 Schüler durch sonderpädagogische Beratung und Förderzentren ambulante Systeme präventiv beraten und insofern dort auf den Anspruch von inklusiver Beschulung entsprechend herausziehen können. Das ist, glaube ich, ein Erfolg, von dem man mal reden darf. Sie müssen bitte ich komme zum Ende. Deswegen eine hohe Quote von Inklusion einerseits und eine hohe Quote, wo inklusive Beschulung etikettiert wird, ist, glaube ich, nicht der erstrebenswerte Weg. Zumindest ist es nicht unser Weg, den wir anstreben. Der SPD-Antrag ist wie immer aufgeregt, populistisch nach dem Prinzip höher, schneller, weiter. Kollege Schwarz, bitte letzter Satz. Ende. Und alles weitere werden wir dann im folgenden Setzpunkt dann noch zu besprechen haben. Da können wir uns gleich noch einmal darüber unterhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention hat der Kollege Merz das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der einzige Vorteil, wenn man nach dem Kollegen Schwarz spricht, ist, dass man das Ding nicht hochmachen muss. Erstens. Zweitens. Es gibt wirklich Reden, da wünscht man sich den Kollegen Irmer als schulpolitischen Sprecher wieder zurück. Ja, das muss ich jetzt einmal sagen. Weil von den Dingen, über die hier zu verhandeln sind, hatte der wenigstens Ahnung. Von vielen anderen Dingen hat er keine, aber davon hatte er eine. So, und jetzt mal, also, eigentlich haben Sie es ja mit der Löhrmann-Nummer schon versenkt gehabt. Aber ich will jetzt noch einmal noch Ihnen eins, es gibt zwei Sachen, die mich in diesen bildungspolitischen Debatten tierisch nerven. Erstens ist es die Zahl 1999. Das war vor der Währung und im letzten Jahrtausend. Das können Sie jetzt wirklich einmal lassen. Punkt zwei. Hören Sie auf mit Ihrer Nummer, wenn Sie woanders, wo Sie regieren. Die haben Sie jetzt vollendet versenkt, weil es natürlich die grünen Kollegen genauso trifft. Aber hören Sie damit einmal auf. So, und womit Sie bitte schön auch aufhören, Herr Kollege Schwarz, ist angesichts der dramatischen Lage mit den Flüchtlingen die Welt immer so zu malen, als wäre alles in Ordnung. Ich sage hierzu Folgendes. Niemand verkennt, und wir zu allerletzt, dass das Land Hessen seine Mittel aufgestockt hat, um Flüchtlinge anständig betreuen und auch in der Konsequenz zum Integrieren vielleicht nicht. Aber das war unausweichlich. Das war vollkommen unausweichlich. Und es ist insofern nicht Ihr besonderes Verdienst, weil das jedes Land in diesem Umfang gemacht hat, den Anstieg der Schülerzahlen folgen. Zweitens, nein, es ist ja doch nicht wahr, und wir haben ein furchtbares Gezerre in diesem Landtag gehabt, bis Sie sich bereit erklärt haben, die 500, die 2x5 oder die 2x37 Millionen den Kommunen weiterzugeben. Das war ein furchtbares Gezerre in diesem Landtag. Daran muss man doch auch einmal erinnern. Ja, so war es. So war es. Ich habe hier mindestens fünfmal gestanden und habe das gesagt. So, und jetzt ein letzter Punkt. Kollege Merz, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, wenn Sie nicht so schreien, dann komme ich ja zum Schluss. Natürlich müsste man ein Prophet sein, um die Zahl der schulpflichtigen Kinder zu sagen. Aber man muss kein Prophet sein, um zu sagen, die Zahl der Intensivklassenplätze langt nicht. Das ist der Punkt. Den Zettel hätten Sie sparen können. Herr Kollege Merz, Yoga, Expansion, Tiefenentspannung empfehle ich Ihnen. Worüber ich hier rede, das entscheide ich immer noch selber. Und Sie können kommentieren, was Sie wollen, aber bleiben Sie bitte mal bei der Wahrheit. Egal, wo Sie auftreten, Sie sind ja derart aufgeregt jedes Mal. Ich erinnere, das hat ja auch zu Lachern in der Gemeinde geführt am letzten Freitag, die Podiumsdiskussion. Das war ja schon mehr als bemerkenswert. Heute setzen Sie das nahtlos fort.
Erste Aussage. Die 37 Millionen € waren von vornherein klipp und klar unmissverständlich für die Kommunen vorgesehen, dass sie durchgeleitet wurden. Punkt. Ohne Wenn und Ohne. Aber auch wenn Sie der Welt versuchen, ein anderes Bild darzustellen. Unsinn. Zweiter Punkt. Ich finde es ehrlich gesagt mehr als schäbig, Herr Merz, dass Sie diese Flüchtlingsproblematik, der wir hier mit großer Verantwortung gegenübertragen, permanent versuchen, hier zu politisieren, für Ihre Zwecke in einer Schulpolitik. Kolleginnen und Kollegen, ich bitte jetzt, dass der Redner zu Ende kommen kann. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Deswegen etwas weniger Aufregung, etwas mehr Sachlichkeit im Sinne der Schulen, im Sinne auch der verantwortungsvollen Unterrichtung mit Deutsch, Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache für Flüchtlingskinder. Wenn ich an die Programme, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, beispielsweise in Thea einen Blick werfe, kann sich das wirklich sehen lassen. Da machen wir einen Lückenschluss in den Sprachangeboten, was Deutschsprache betrifft. Von daher brauchen wir von Ihnen, uns hier keine Ratschläge abzuholen. Überlegen Sie einmal, was Sie hier kundtun. Und vor allen Dingen, wenn Sie etwas fordern, dann hinterlegen Sie. Kollege Schwarz, das müssen Sie bitte im nächsten Beitrag fortsetzen. Die Redezeit ist zu Ende. Ich wurde ja dort unterbrochen. Fortsetzung folgt. Vielen Dank. Hätte ich mir jetzt aufs Mikro abgestellt. Als nächstes hat das Wort Kollege Wagner, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist das erste Plenum nach Schuljahresbeginn. Wir sind alle wieder in der üblichen Stimmung der bildungspolitischen Debatte im ersten Plenum nach Schuljahresbeginn. Und das hat ja auch Tradition, dass wir darüber diskutieren. Und es war ja auch in den vergangenen Jahren immer schon so, dass die bildungspolitische Debatte zu Beginn des Schuljahres etwas von gute Zeiten, schlechte Zeiten hat. Die Opposition sagt, es sind nur schlechte Zeiten an unseren Schulen, und die Regierung sagt selbstbewusst, natürlich zu Recht selbstbewusst, es sind nur gute Zeiten an unseren Schulen. Das kennen wir aus den vergangenen Jahren, meine Damen und Herren. Dieses Jahr wird es, weil der Hessische Landtag ja eine enorme innovative Kraft manchmal hat, wird sogar noch ein bisschen besser, weil die Debatte gute Zeiten, schlechte Zeiten geht sogar heute in Serie. Wir diskutieren nicht nur einmal über Bildungspolitik, sondern wir diskutieren zweimal über Bildungspolitik, und das auch noch gleich hintereinander. Das ist die Innovationskraft dieses Hessischen Landtages. Warum die Opposition nicht bereit war, diese beiden Debatten zusammenzufassen, ich glaube, es wird für immer ein Geheimnis dieses Hohen Hauses bleiben, meine Damen und Herren. Mit diesem Vorgehen machen Sie dann die gute Zeiten, schlechte Zeiten endgültig zur Seifenoper. Und wenn es eine Seifenoper ist, na, dann will ich jetzt ja auch mal mit der ersten Folge anfangen. Die erste Folge ist schlechte Zeiten. Und bei schlechten Zeiten ist ja völlig logisch, bin ich bei der Opposition hier in diesem Haus. Und die Teilung der Debatte bietet ja eine gute Gelegenheit, dass wir auch mal intensiv nicht nur über das reden, was die Regierung Gutes macht, sondern dass wir einfach auch mal jetzt die Zeit haben, insofern vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen der Opposition, ausführlich über eine spannende Frage zu reden. Und diese spannende Frage ist, was will eigentlich die Opposition? Was will sie eigentlich, die Opposition? Da haben wir die FDP, verantwortlich für die Bildungspolitik, zum Glück nur 5 Jahre in diesem Land. Und da sagt die FDP jetzt, es soll alles so bleiben, wie es ist an unseren Schulen. Meinen Sie das wirklich ernst? Alles soll so bleiben, wie es ist an unseren Schulen. Dann hätte es auch beim Landesschulamt von der FDP bleiben müssen. Ich glaube, die Menschen in unserem Land sind ganz froh, dass es dieses Landesschulamt nicht mehr gibt, meine Damen und Herren. Alles soll so bleiben, wie es ist. Keine Stelle darf verändert werden im Bildungssystem.
Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, wenn im Bildungssystem alles so bleibt, wie es ist, dann bleibt es auch bei der Ungerechtigkeit in diesem Bildungssystem. Das mögen Sie vielleicht wollen, wir mögen es nicht. Wir wollen etwas verändern, und deshalb kann es auch einmal sein, dass man Stellen umverlagern muss in diesem Bildungssystem, um zu mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit zu kommen. Und dann sagt der Kollege Greilich auch noch, es seien Mittel, die für Flüchtlinge vorgesehen sind, vom Bund versickert in Hessen. Versickert. Herr Kollege Greilich, kein einziger Euro, kein einziger Cent sind versickert. Sie sind alle sehr gut eingesetzt für die Unterstützung der Kommunen bei der Flüchtlingsunterbringung. Ihr Populismus muss auch einmal Grenzen kennen, Herr Kollege Greilich. Und von der FDP eine Debatte über mehr Geld, das finde ich ja wirklich abenteuerlich, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP. Sie sind die Partei, die nicht müde wird zu sagen, dass das Gemeinwesen in unserem Land weniger Geld bekommen soll. Sie werden nicht müde zu sagen, Steuersenkungen. Und Sie erzählen dann an anderer Stelle, es sei mehr Geld für alles da. Das ist unglaubwürdig. Das ist Opportunismus aller FDP, meine Damen und Herren. Dann schauen wir uns die Kolleginnen und Kollegen der LINKEN an. Wir sind ja noch in der Folge schlechte Zeiten. Also, was will eigentlich die Opposition? Und die LINKEN sagen, alles muss anders werden an den Schulen. Alles muss anders werden, und zwar sofort. Man könnte ja fast den revolutionären Ruf Revolution ou Muerte ausrufen, Revolution oder Tod für unsere Schulen. Das ist die Vorstellung der LINKEN. Alles muss sich ändern. Meine Damen und Herren, das ist nicht das Bedürfnis, das ist nicht der Wunsch von den Leuten, die an unseren Schulen tagtäglich arbeiten, meine Damen und Herren. Herr Kollege Schaus, wenn Sie dazwischenrufen, wir sind hier im Landtag und nicht im Kabarett, dann ist das eine präzise Selbstbeschreibung Ihrer Redebeiträge, Herr Kollege Schaus. Unsere Schulen wollen keine Revolution, sie wollen Evolution. Sie wollen nicht vorgeschrieben bekommen von Wiesbaden, wie sie sich entwickeln sollen, sondern sie wollen Möglichkeiten zur Entwicklung ermöglichen statt verordnen. Das ist das Prinzip dieser Regierung, und das ist auch das richtige Prinzip, meine Damen und Herren. Und dann die Kolleginnen und Kollegen der SPD. Wie gesagt, wir sind ja immer noch im Teil schlechte Zeiten. Was will eigentlich die Opposition? Das machen wir ja im zweiten Teil, Frau Kollegin Wissler. Die guten Zeiten mache ich dann im zweiten Teil meiner Rede beim nächsten Tagesordnungspunkt. Aber jetzt mal nicht ablenken, liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition. Was will denn die SPD? Das ist unsere darf es ein bisschen mehr sein, Opposition. Politik wie an der Fleischtheke, meine Damen und Herren. Und dann sagt der Kollege, Entschuldigung, Herr Kollege Boddenberg. Ja, Entschuldigung, vielleicht sollte die SPD mal bei jemandem fragen, der sich mit der Fleischtheke auskennt, beim Kollegen Boddenberg, wie das dann auch richtig geht mit dem darf es auch ein bisschen mehr sein. Und jetzt als Steigerung der SPD-Bildungspolitik in diesem Haus wird als Kronzeuge für das, was geschehen muss in unserem Land, die Bild-Zeitung angeführt und die Berichterstattung der Bild-Zeitung über den Schuljahresanfang. Und, meine Damen und Herren, da ist mir unweigerlich ein Lied der Ärzte in den Sinn gekommen. Dieses Lied heißt »Lass die Leute reden«. Und der Refrain in diesem Lied heißt Lass die Leute reden und lächle einfach mild. Die meisten Leute haben ihre Bildung aus der Bild. Wenn das die SPD-Bildungspolitik ist, dann haben wir echt keine Sorgen mehr als Regierung. Und dann schauen wir uns das doch mal an. In vielen Bereichen sagt die SPD, darf es ein bisschen mehr sein. Ja, meine Damen und Herren, natürlich darf es in der Bildungspolitik ein bisschen mehr sein. Und natürlich werden wir auch ein bisschen mehr noch auf den Weg bringen in den entscheidenden Bereichen, die wir in unserem Bildungssystem haben.
bei der Inklusion, bei der Deutschförderung, bei der Lehrerzuweisung nach Sozialindex, beim Ganztagsschulprogramm. Das ist doch gar nicht strittig. Nur, meine Damen und Herren, eine Opposition, die ernst genommen werden will, die darf nicht nur sagen, darf es auch ein bisschen mehr sein, sondern die muss auch sagen, wo soll es denn eigentlich herkommen? Weil alles andere, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, ist ein bisschen zu wenig. Das muss ich Ihnen ganz deutlich sagen. Und dann sagen die Kolleginnen und Kollegen der SPD, Schulsozialarbeit in Hessen würde nicht finanziert. Es ist schlicht und ergreifend falsch. Es ist schlicht und ergreifend falsch. Mit dem neuen Erlass aus dem Kultusministerium zur unterrichtsbegleitenden sozialpädagogischen Förderung, kurz USF-Erlass, haben erstmals alle Schulen die Möglichkeit, Schulsozialarbeit aus den Mitteln des Landes zu finanzieren. Erzählen Sie nicht einen solchen blanken Unsinn, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD. Und dann wird gesagt, wir wollen 100 echte Ganztagsgrundschulen jedes Jahr. Echte Ganztagsgrundschulen haben wir eine große Sympathie für, Kollege Schmidt. Wir haben eine große Sympathie dafür. Ist ja gar keine Frage. Nur was die SPD nicht sagt, was ist denn mit den anderen Grundschulen? Was machen wir denn an den Grundschulen, die da nicht in dem Programm sind? Wenn wir das machen, was die SPD will, können wir 500 Grundschulen in einer Legislaturperiode bedienen, 600 Grundschulen nicht. Das müssen Sie dann auch dazu sagen. Und ich glaube, da ist der Weg, wie Sie die Regierungsfraktion und die Regierung geht, an allen Schulen mit dem Pakt für den Nachmittag ein Angebot zu machen, ist der richtige Weg, statt für 600 Grundschulen überhaupt keine Antwort zu haben, wie die Sozialdemokratische Partei in diesem Land. Meine Damen und Herren, was will eigentlich die Opposition? Das war der Teil schlechte Zeiten. Und, meine Damen und Herren, ich darf ja gleich noch einmal wiederkommen. Sie merken, ich freue mich auch so richtig drauf. Und dann kommt der Teil gute Zeiten. Was macht eigentlich die Regierung? Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kultusminister Lorz. Da wird ja jetzt schwierig, das zu toppen. Also, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich bedanke mich zunächst für die Gelegenheit, hier auch gleich in doppelter Form die erfolgreiche Bildungspolitik dieser Landesregierung darstellen zu können, wie sie sich in dem gelungenen Start des Schuljahres 2015/16 manifestiert. Ich habe zwar auch nicht ganz verstanden, warum wir diese Debatte zweiteilen müssen. Ich habe eben gerade eine Erklärung bekommen. Ich habe es mir ansonsten erklärt, einfach mit dem Wunsch der Opposition, in aller Ruhe und unbehelligt von Anträgen der Regierungsfraktionen ein Zerrbild der schulischen Wirklichkeit in diesem Lande zeichnen zu können. Sei es drum, auch damit setze ich mich gerne auseinander. Warum ist es ein Zerrbild? Darüber gibt Punkt 2 des Antrags der SPD Auskunft. Für große Herausforderungen ist eine ausreichende personelle Ausstattung der Schulen erforderlich, so weit, so gut, die momentan nicht gegeben ist. Meine Damen und Herren, das kann ja wohl nur ein Witz sein. Angesichts der Tatsache, dass wir aktuell den absoluten historischen Höchststand an Personalausstattung in den hessischen Schulen haben. Meine Damen und Herren, gute Bildung heißt in Hessen, und das übrigens schon seit 1999, Herr Kollege Merz, ich erspare in der Tat jetzt die Zahlen aus der Zeit vor 1999. Es war halt nun einmal die letzte sozialdemokratische Regierungszeit. Ich kann auch nichts dafür. Doch, ich kann was dafür. Ich habe damals Wahlkampf gemacht. Aber seit 1999 bedeutet gute Bildung in Hessen gute Personalausstattung an Schulen, weil eben Bildung und die Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler in unseren politischen Anstrengungen höchste Priorität genießen. Und ungeachtet der Anstrengungen zur Einhaltung der Schuldenbremse, und das tun wir ja auch nicht zum Spaß, und das tun wir ja nicht einmal allein um der Verfassung willen, sondern wir tun es aus Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen, also genau aus Verantwortung gegenüber unseren Kindern, die jetzt in die Schule gehen, halten wir die 105-prozentige Lehrerversorgung im Landesschnitt aufrecht. Und mit den 2.500 Lehrerstellen, die wir bereits in den letzten fünf Jahren zusätzlich geschaffen haben, hatten wir bereits eine Ausstattung mit Lehrkräften, die beispielhaft und in Hessen ohne Vorbild war. Ja, es fällt mir auch leicht, die Anstrengungen der Vorgängerregierung in diesem Punkt anzuerkennen. Ich habe auch 2013 selbst in diesem Hause dazu gesprochen.
Aber trotz des damit vollzogenen massiven Ausbaus der Unterrichtsversorgung und der in den letzten beiden Jahren zurückgegangenen Schülerzahlen haben wir alle Lehrstellen im System gehalten. Das bedeutet, sie stehen uns jetzt für eine qualitative Verbesserung zur Verfügung. Meine Damen und Herren, natürlich ist es immer einfach, wie es die SPD in Punkt 7 ihres Antrags explizit tut, schlicht zu sagen, egal wie viel es schon gibt, wir brauchen einfach noch mehr Lehrkräfte. Das ist die, darf es ein bisschen mehr sein, Politik, die Herr Wagner eben gerade ja schon hinreichend kommentiert hat. Da kann man sich des Beifalls von außen natürlich immer sicher sein, solange man nicht sagt, woher die Stellen kommen sollen. Aber, meine Damen und Herren, es ist doch geradezu absurd, wenn ich nur an die Debatte denke, die wir gestern in diesem Hause geführt haben, an die auch finanzielle Größe der Herausforderungen, vor denen wir stehen und die gestern hier so eindringlich verdeutlicht worden sind. Deswegen nehme ich übrigens auch die Frage zusätzlicher Deutschförderung für die Menschen, die zu uns kommen, ausdrücklich davon aus. Aber es ist doch absurd, so zu tun, als könnten alle sonstigen zusätzlichen Wünsche auch noch ohne Weiteres erfüllt werden. Und dazu möchte ich Ihnen, meine Damen und Herren, gerne noch einmal die Worte des Ministerpräsidenten von gestern in Erinnerung rufen. Die Zahlen verdeutlichen, dass wir es hier mit einer Aufgabe zu tun haben, die alles sprengt, was wir uns bis vor Kurzem noch vorstellen konnten. Wer deshalb in einer solchen Situation nach ständig mehr und höheren Leistungen verlangt, Klammer auf, außerhalb dieses Bereichs, Klammer zu, muss auch eine Antwort darauf geben, wie er diese Forderungen mit dem Einhalten der Schuldenbremse und dem Verfassungsgebot, keine neuen Schulden zu machen, und ich füge noch einmal hinzu, und der Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen in diesem Punkt in Einklang bringen will. Und meine Damen und Herren, wir bringen sehr viel damit in Einklang. Wir vernachlässigen nämlich keineswegs die anderen Herausforderungen der Bildungspolitik. Wir machen möglich, was immer geht und sinnvoll ist, und das ist mehr als anderswo geschehen. Und jetzt werfe ich doch einmal einen Blick auch wieder in ein anderes Bundesland, aber sogar in ein anderes Bundesland, das als gutes Beispiel durch die Presse gegangen ist. Und ich nutze das Beispiel der sogenannten Schulsozialarbeit. Ich will jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, wie die Abgrenzung zwischen Schulsozialarbeit und unterrichtsunterstützender sozialpädagogischer Förderung ist. Das ist ein Kapitel für sich. Das haben wir in diesem Hause auch schon näher behandelt. Aber da haben wir in den letzten Wochen manchmal Baden-Württemberg gehört. Da war in den Zeitungen zu lesen, ich konnte es nicht verifizieren, dass jetzt 55 Millionen € über 3 Jahre in die sozialpädagogische Unterstützung der Schulen investiert werden. Das sind 18 Millionen € pro Jahr, so grob gerechnet. Und ja, das ist gut, meine Damen und Herren. Nur, meine Damen und Herren, wir sind besser. Wir sind besser, denn wir haben einen Sozialindex. Wir haben eine sozial indizierte Lehrerversorgung. Und die geht noch deutlich über die 105-prozentige Lehrerversorgung hinaus. Sie kommt ja obendrauf. Deswegen wird sie auch nicht aus der Substanz genommen, sondern das ist eine der vielen Dinge, die wir auf die 105-prozentige Lehrerversorgung im Schnitt noch obendrauf setzen. Und diese sozial indizierte Lehrerversorgung ist auch genau für diesen Zweck gedacht. Deswegen kann der Sozialindex, also kann die Lehrerzuweisung aus dem Sozialindex auch nach freier Entscheidung der Schule in die Unterrichtsunterstützung mit sozialpädagogischer Förderung investiert werden. Und in diesen Sozialindex, meine Damen und Herren, investieren wir in diesem Schuljahr 420 Lehrerstellen. Das sind 21 Millionen € pro Jahr. 21 Millionen, die potenziell komplett für die sozialpädagogische Unterstützung zur Verfügung stehen. Der einzige Unterschied. Der einzige Unterschied ist der, andernorts wird das dann ausdrücklich auch nur für sozialpädagogische Förderung vorgesehen. Das heißt, es ist auch nur für sozialpädagogische Förderung erlaubt. Man kann keine Lehrer davon einstellen. Was wir machen ist, wir sagen, wir glauben, dass die Schulen vor Ort am besten wissen, was sie brauchen. Wir geben ihnen die Ressource. Sie können sie komplett für sozialpädagogische Förderung verwenden. Sie können sie aber auch für Lehrerstellen verwenden. Oder sie können das mischen. Das heißt, Sie haben sehr viel mehr Flexibilität, aber die Ressource ist da. Die Ressource ist potenziell für die sozialpädagogische Förderung da. Und die Ressource sind 21 Millionen € pro Jahr. Vergleichen Sie das mit den 18 Millionen € pro Jahr, für die Baden-Württemberg in den letzten Wochen so sehr gelobt worden ist. Da liegen wir besser als Baden-Württemberg. Nur Baden-Württemberg ist doppelt so groß als Hessen. Jetzt rechnen Sie einmal um wie viel besser wir sind als beispielsweise Baden-Württemberg, meine Damen und Herren. Und daran sehen Sie, meine Damen und Herren, wie diese Landesregierung im Bildungsbereich ihre Prioritäten setzt. Das könnte ich jetzt noch an vielen weiteren Beispielen ausführen. Will ich auch.
werde ich auch. Aber dazu habe ich ja gleich noch Gelegenheit. Dann spare ich mir die restlichen Vorhaben für die gute Zeitenfolge auf, denn da gehören Sie hin. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist die Debatte beendet. Die Anträge Tagesordnungspunkt 51, Drucksache 2418 aus 19 und Tagesordnungspunkt 55, Drucksache 2422 aus 19 werden vereinbarungsgemäß in den KPA überwiesen.